Es gibt Leute, die euch gern in eurer fleischlichen Sicherheit einschläfern wollen. Aber ich habe eine andere Aufgabe. Meine Botschaft soll euch aufschrecken, euch dazu bringen, euer Leben zu reformieren und eure Rebellion gegen den Gott des Universums aufzugeben. Nehmt Gottes Wort und seht, ob ihr damit in Übereinstimmung seid. Ist euer Charakter so, dass er dem prüfenden Blick der himmlischen Untersuchung standhalten kann? Der Vortrag heute Abend ist über Laodicea. Ich meine, da wird ja so viel geredet über Laodicea. Und alle haben wir eine Vorstellung über Laodicea. So, man kann nicht viel Neues sagen. Aber wenn man etwas sagt, was schon alt ist, dann ist es, weil wir es vielleicht wieder einmal nötig haben. Denn es geht durch diesen durchdringbaren Blick, der sieht, was ich nicht sehe, auch nicht in mir selbst. Und das ist, worum es geht. Denn wir wollen ja in unserem Wesen verwandelt werden und wir wollen unsere Sinne erneuert haben, damit wir verstehen können, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das ist ja, worum es geht. Wenn wir die Gemeinde darstellen, die Gott repräsentiert, dann müssen wir auch im Einklang mit seinem Willen sein. Und das Bild Laodicea, hier ist eine archäologische Zusammenstellung von was da lag, welche Trümmer da lagen in diesem Gebiet. Laodicea bedeutet Volk des Gerichts oder Gericht über das Volk. Die Stadt lag 60 Kilometer südöstlich von Philadelphia in diesem Siebenkirchen-Postweg. Und interessant, sie war ein medizinischer Kurort und berühmt für ihre Augensalbe, die angeblich nicht so anwesend war in ihrem eigenen Gebrauch, im geistlichen Sinne. Und die Stadt war reich, als sie 60 vor Christ durch Erdbeben zerstört wurde, bauten die Bürger sie aus eigenen Mitteln wieder auf. Es waren nicht arme Leute, es war ein Kurort. Und so soll Laodicea auch ein Kurort sein für die Menschen. Die Briefe an die sieben Gemeinden enthalten Lob, Tadel, Rat, Verheißung, aber Laodicea erhält keinen Lob. Nichts. Keinen Lob. Der Brief ist an Gottes letzte Lichtträger, seine Gemeinde, gerichtet, aber es gibt nichts, wofür er sie loben kann. Nichts. Das ist nichts zu loben. Das ist schrecklich. Die Botschaft kommt von einem, der uns besser kennt, als wir uns selbst kennen. Der Petrus besser kennt als sich selbst. Der Tadel hat ähnliche Merkmale wie der, den wir im Buch Jesaja finden und dient als Antitypus zu dem Tadel, der gegen Israel ausgesprochen wurde. So, diese Gemeinschaft, da ist nichts dran, wo wir uns hätten rühmen können. Es ist auch wichtig, um zu wissen, dass die Botschaft zu Laodicea zur Sichtung führt. Ich frage nach der Bedeutung der Erschütterung, hier ist ein Ellen White Zitat, die ich gesehen hatte, und mir wurde gezeigt, dass sie durch das direkte, geradlinige Zeugnis ausgelöst würde, das als Reaktion auf den Rat des treuen Zeugen an die Gemeindeglieder von Laodicea verkündigt wurde.
Dieses würde sein Werken auf das Herz des Empfängers erhalten, aber nur natürlich dann, wenn er es akzeptiert, wenn er bereit ist oder sie bereit ist, unverfälschte Wahrheit zu verkündigen und aufzunehmen. Ich sah, dass das Zeugnis des treuen Zeugen nur halb beachtet worden ist. Das feierliche, ernste Zeugnis, von dem das Schicksal der Gemeinde abhängt, ist auf die leichte Schulter genommen, wenn sie nicht sogar vollständig ignoriert wurden. Dieses Zeugnis muss eine tiefe Reue bewirken. Jeder, der es vom Herzen annimmt, wird ihm gehorchen und gereinigt werden. Es ist also eine Reinigungsbotschaft. Und ich treffe so viele Menschen in der Welt, die das in der Gemeinde sehen wollen. Das ist ja an die Gemeinde, aber die Gemeinde besteht ja aus was? Aus einzelnen Gliedern. Wir wollen immer behaupten, das Problem in der Gemeinde liegt ja da. Es ist eine Botschaft für Adventisten, nicht für die Welt im Allgemeinen. Die Botschaft an die Gemeinde Laodicea ist auf die Siebenten-Tags-Adventisten anwendbar, die großes Licht gehabt haben, aber in diesem Licht nicht gewandelt sind. Selected Messages, Band 2. Es ist also für uns, es ist unsere Botschaft. Die ist für uns. Und das hat nichts mit Babylon zu tun und sie verkündigt auch nicht, dass wir Babylon sind, denn die Gemeinde der Siebentags-Adventisten als Babylon zu zeichnen und zu sagen, kommt aus hier heraus, das ist tragisch. Gestern habe ich gesehen, wie einer zitiert aus Erfahrungen und Gesichte. Und da steht, das Adventvolk kam raus. Wow, im Englischen ist das the nominal Adventists. Und hat mit den Siebenten-Tags-Adventisten gar nichts zu tun, sondern hat zu tun mit denjenigen, die draußen sitzen, die die Botschaft des Sabbats akzeptieren und sich trennen von ihren Kirchen. Aber ich muss zustehen, dass im Deutschen ist es verwirrend und man kann es so lesen, wenn man will. Vorsichtig, da sind auch hunderte Zitate, die zeigen, dass es nicht so gelesen werden kann. Es ist nicht gut übersetzt im Deutschen. An die Gemeinde von heute ist diese Botschaft gesandt. Ich rufe unsere Gemeindeglieder auf. Lest das ganze dritte Kapitel der Offenbarung und setzt es in die Tat um. Die Botschaft an die Gemeinde zu Laodicea ist besonders auf das heutige Volk Gottes anwendbar. Es ist ganz deutlich, es ist für uns. Das erste Kapitel des Buches Jesaja beschreibt ein Volk, das vorgibt, Gott zu dienen. Und dieses Kapitel ist der Typus für uns als Antitypus. Der Geist Gottes bewegte die Herzen der Versammlung zur Erkenntnis, dass die Zeit gekommen war, von der im ersten Kapitel Jesajas die Rede ist. Wascht, reinigt euch, tut das Böse, das ihr getan habt, vor meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun. Viele Herzen wurden überzeugt, dass wir uns schnell auf das Gericht zubewegen, wo jeder Fall für die Ewigkeit entschieden wird. Jetzt noch mehr wie zuvor. Wenn wir da im Jesaja-Brief lesen, da steht da, dies ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat in den Tagen, und dann werden Könige genannt und die Zeit. Hört ihr Himmel und horche auf, o Erde, denn der Herr hat gesprochen und ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. Typus, Antitypus. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht.
Das ist unser Zustand. Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk. Same der Übeltäter, verderbte Kinder, sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Das ist ein Typus, das sind wir im Antitypus. Wohin soll man euch noch schlagen, da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt? Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist kraftlos. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, sondern klaffende Wunden und Striemen und frische Verletzungen, die nicht ausgedrückt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Wow, das ist ein schlimmer Zustand. In Offenbarung wird uns erzählt, und der Engel der Gemeinde von Laodicea schreibt, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Also einer, der wirklich weiß, worum es geht, der uns analysiert, so wie wir sind, der schreibt das. Amen, so sei es. Dieser Ursprung kommt von dem griechischen Arche und das heißt im aktiven Sinne der, der es hervorbringt. Also der Schöpfer Gott, der uns besser kennt als irgendein anderer. Laodicea ist faszinierend. Ich war vor langer Zeit da und dann wieder vor kürzerer Zeit. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Was für ein faszinierendes Bild. Hier ist ein Wasserrohr, das warmes Wasser von einer warmen Quelle nach Laodicea transportierte, brachte. Ein Ingenieurmeisterwerk. Über Hügel hinweg und so weiter bis nach Laodicea. Und isoliert. Und das Wasser kam hier in diesem Strom. Aber weil es von weit her kam, als es hier ankam, war es lauwarm. Es war nicht mehr heiß. Aber dieses Wasser war ein Kurwasser. Man musste es auch trinken. Aber wenn es lauwarm war, dann reizte es den Magen zum Übelwerden und man wollte es ausspeien. Wenn man es krass sagen will, man wollte es erbringen. Noch krasser kotzen, brechen. Eine Katze kotzt, nicht ein Mensch, ne? Erbrechen. Gut, danke. Dafür habe ich meine Linguisten hier unten. Also was mussten sie machen, um es genießbar zu machen? Hatte ich schon mal eine manchmal so eine Lau-Tasse Tee oder sowas, auch Kräutertee oder so weiter getrunken. Und dann ist es so kribbelig, aber wenn es heiß ist, kann man es runterkriegen oder wenn es ganz kalt ist, geht es ganz gut. So auch hier, wenn es heiß war, konnte man es trinken und wenn es kalt war, aber wenn es lauwarm war, ungenießbar. Also in der Nähe, in den anderen Städten hier in Pumicali, Hierapolis, da gibt es die heißen Quellen und das Wasser kam von weit her. Hier sitzen die Personen in den heutigen Zeiten und den habe ich nur fotografiert wegen seinen Zähnen. Ist hier ein Arzt, der ihm vielleicht helfen kann. Ist der nicht süß? Und als ich da in Laodicea war, da war dieser kleine Junge und der sammelte Gebere, natürliche Heilmittel, die so Schmerz wegnahmen. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Ganz wichtiger Vers. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du, dann der Zustand, elend, erbärmlich bist, arm, blind und
entblößt, nackt. Gerechtigkeit Christi fehlt. Erbärmlich, elend, blind, geistliche Sicht, Unterscheidungsvermögen, weg. Das ist ja, worum die ganze Vortragsreihe geht. Diese Umänderung, die stattfinden muss. Und hier kommt ein Ausspeien, nicht eine Lampe entfernen, sondern eine Ausspeiung. Eine Ausspeiung. Also wir sind in der Tat reich, können mit irgendeiner Konfession diskutieren über unsere Doktrine und die sind so biblisch fundiert, die anderen haben keine Chance. Ich sage auch immer, wir sind die einzigste Konfession auf dem ganzen Erdball, die ihre Doktrinen in einem öffentlichen Raum, so wie dieser zum Beispiel, verteidigen können. Die einzigste. Keine andere Konfession kann das. Dann tun sie es ja auch nicht. Also wir sind auch in anderen Hinsichten reich. Wir sind die Begründer der modernen Gesundheitskost, kommt von Adventisten. Die ganze Welt ist durch Adventisten berührt, obwohl sie es nicht wissen. Haben das größte protestantische Schulsystem der Welt, sind in mehr als 200 Ländern vertreten, haben Hunderten von Verlagshäusern, haben eine eindrucksvolle weltweite Organisation im Bereich Entwicklungs- und Katastrophenhilfe, auch was das Internet, Netz und Satelliten betrifft, merkwürdig. Unsere Gemeinde besitzt mehr Licht als irgendeine andere Gemeinde während der gesamten Geschichte des Christentums. Aber wenn es um unsere Lauheit geht, haben wir dafür immer eine menschliche Erklärung. Laodicea. Das sind immer die anderen. Immer die anderen. Und wer ist es denn? Naja, wer keine Missionsarbeit macht, der ist lau. Ich missioniere, ich bin nicht lau. Wer seine Ernährung nicht umstellt, der ist lauwarm. Aber ich bin Veganer. Huhu, ich bin heiß. Wer nicht dieses oder jenes Verständnis über einen Glaubenspunkt annimmt, wer das Thema Gerechtigkeit aus dem Glauben oder die Natur Jesu nicht richtig versteht, nämlich so wie ich es verstehe, der ist lauwarm. Und ich bin heiß. Oder sogar kalt. Wer den Geist der Weissagung nicht annimmt, das müssen die sein, die lauwarm sind. Und die, die ihn annehmen, die sind heiß. Wer nicht nach Vollkommenheit strebt oder behauptet, das Gesetz kann nicht gehalten werden, der ist lauwarm. Aber ich verstehe diese Theologie viel besser. Ich bin warm, heiß. Aber die Bibel sagt nicht das. Die Bibel sagt, alle sind lauwarm. Natürlich alle außer mir. Oder? So wird das erklärt in der Gemeinde, wenn man mit Menschen redet. Der Text sagt aber nicht, dass einige lau sind. Alle sind lau. Und jetzt ganz wichtig. Unser korrektes Verständnis macht uns nicht gerecht. Da sind viele in unserer Gemeinschaft, die theologisch ein richtiges Verständnis haben, aber das macht sie nicht gerecht. Wenn wir jedoch akzeptieren, dass wir nackt, elend und blind sind, können wir Heilung erfahren. Also wenn wir das nicht einsehen, dass da ein Problem ist, dann ist da auch keine Lösung. Wenn ich nicht weiß, dass ich krank bin, dann brauche ich auch nicht zum Arzt gehen. Und die Lösung ist Christus, unsere Gerechtigkeit. Unsere Selbstberechtigkeit widert Gott an.
Es gibt nur eine Sache, der wir uns sicher sein können, und das ist, dass wir Sünder sind. Alle von uns. Alle. Jeder. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Römer 3, Vers 10. Wir sind Laodicea. Ich bin Laodicea. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Römer 7, Vers 24. Ja, das war vor seiner Bekehrung. Habt ihr das auch schon mal gehört? Ich habe das schon 100 Mal gehört. Wir müssen den perfekten Zustand erreichen und Paulus war eben noch nicht da. Die Bösen werden genauso nach dem Gesetz gerichtet wie die Gerechten. Das Gericht fängt am Haus Gottes an und endet mit den Gottlosen. Wenn wir das nicht verstehen, dass das Problem hier liegt, dann können wir im Gericht vielleicht Probleme empfinden. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Wir glauben es und wir haben Probleme. Wie wird es denn sein mit den anderen? Laodicea ist trotz seiner Aufrichtigkeit einer Täuschung erlegen. Denn sie wissen nicht, dass sie blind, elend und nackt sind. Und das ist das Problem. Wenn wir nicht einsehen, dass wir nackt, elend und blind sind, dann haben wir ein Problem. Wir haben echt ein Problem. Wir denken, wir leben im Glauben, wir tun, was richtig ist. Aber lass mal eine Situation kommen, die wir nicht bewältigen können. Und schau mal, wie der alte Charakter dann rauskommt. Oder wenn der Stress so groß wird, weil so vieles passiert, dass man es einfach nicht mehr aushält. Dann schau mal, ob der richtige Charakter rauskommt oder nicht. Ob du Evangelist bist oder nicht. Wie der Freund von mir immer sagt, wenn die Gemeinde dich jetzt sehen könnte. Aber das ist ja noch nichts, wenn es wirklich ernst wird. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Aber ich weiß, dass ich auf Bananen stehe. Ich habe einmal meinen Freund angerufen, habe ich wieder was angefangen. Oh, ich habe mich so schlecht gefühlt über mich selbst. Ich habe zu ihm gesagt, weißt du was, ich denke, der Herr hat die Nase voll, er hat mich gestrichen vom Buch des Lebens. Aber ich habe einen guten Freund, hat gesagt, ich bin so froh, dass du so fühlst, dass da Hoffnung für dich. Ich habe solche lieben Freunde. Welch größere Täuschung kann der menschliche Verstand erliegen, als der festen Überzeugung zu sein, dass alles sei in bester Ordnung, wenn er tatsächlich völlig falsch liegt. Während die Angesprochenen sich selbst schmeicheln, dass ihr geistlicher Zustand auf hohem Niveau ist, zerbricht die Botschaft des treuen Zeugen ihre Selbstsicherheit. Wenn wir nicht so überzeugt wären, von wie gut wir wären, würden wir nicht solche schnellen Entschlüsse nehmen oder wie richtig wir liegen, von wer wird rausgeschmissen? Wir würden viel sanftmütiger umgehen mit denjenigen, die wir meinen, auf dem verkehrten Weg sind. Denn wir würden vielleicht dran denken, wie wir auch sind. Wie sind wir denn zu unseren Frauen, wenn es still ist? Oder wie sind die Frauen zu ihren Männern, wenn keiner da ist? Oder geben wir wirklich Freiheit? Tun wir das? Viele Ehen funktionieren, weil einer dominiert und die andere demütig sich unterstellt oder andersrum. Und die Ehe funktioniert blendend, solange einer ewig die Klappe hält. Ja, es gibt viele Ehen, die so sind und manche Ehen nach 40, 50 Jahren plötzlich packt einer die Taschen und weg ist und der andere sagt, was ist denn jetzt los? Das war doch alles perfekt.
Aber da kam ein Punkt, das war jetzt das Letzte. Ich gehe jetzt, ich halte es nicht mehr aus. Ist es nicht so? Ja, es ist so. Es ist so. Was für eine Ehe ist es, wenn einer den anderen ewig unterdrückt? Ist das der Geist Gottes oder hat Gott uns frei gemacht? Frei gemacht. Ich war ein super eifersüchtiger Mensch. Wenn einer nur meine Frau angeguckt hat, ja, da war ich sarkastisch bis dort hinein. Aber das habt ihr noch nie bei mir gemerkt, ne? Dass ich sarkastisch sein kann. Ja, und dann musste ich über Zeit merken, das ist keine Freiheit, das ist kein Vertrauen, wenn ich so durch die Lupe schauen muss, was macht sie jetzt, wo geht sie jetzt hin, wo ist sie jetzt, bei wem ist sie, wen ruft sie an, was tut sie, bei der Bibi. Das ist keine Freiheit, das ist ein Gefängnis. Und Gott sagt, ich bin gekommen, euch zu befreien. Zu befreien. Absolutes Vertrauen, absolute Zuversicht. Wenn einer so ist, muss er den Schlüssel nehmen, er muss zum Käfig gehen, er muss den Käfig aufschließen und sagen, Vögelchen, komm raus, du bist frei. Auch in der Ehe. Vögelchen, du bist frei, flieg. Und wenn der Vogel fliegt, muss man genug Liebe haben, ihn fliegen zu lassen. Ohne hinterher zu gehen und ihn zu zwingen, um wieder zurückzukommen oder einzufangen. Das ist Liebe, absolute Freiheit. Irgendeine Form von Zwang ist nicht mehr Liebe. Und wenn das Vögelchen dann sagt, ich bin frei, aber ich liebe dich, ich bleib bei dir. Wertvoll. Ist es nicht so? Wertvoll. Freiheit gibt der Liebe Wert, dass es Sinn macht. Und wir täuschen uns, dass wir alles im Griff haben, wenn wir überhaupt gar nichts im Griff haben. Lieben wir, wie Christus liebt? Lieben wir genug den Bruder, der nach meiner Ansicht nach falsch liegt, dass ich ihm die Freiheit gebe, ohne ihn zu zwingen, das zu tun und zu leben, was er will? Das heißt nicht, dass ich sage, das ist gut, was er sagt. Aber diese Gesinnung, ich kann mit meinem Bruder reden, ich kann ihm sagen, ich denke, du liegst falsch, aber ihn zu zwingen, ist nicht von Gott. Gott zwingt niemanden. Gott zwingt niemanden. Er zieht. Lieben und beten und alles hoffen. Während die Angesprochenen sich selbst schmeicheln, dass sie ihr geistlicher Zustand auf hohem Niveau ist, zerbricht die Botschaft des treuen Zeugen ihre Selbstsicherheit. Wir sind hoffnungslos. Gibt es andere in dem gleichen Zustand? War dies nicht der Zustand von Adam und Eva? War es nicht so bei ihnen? Nach dem Sündenfall, sie waren bejammernswert, hatten alles verloren, waren von der Schlange mit Blindheit geschlagen worden und sie waren nackt. Nicht nur waren sie nackt. Was taten sie angesichts ihrer Nacktheit? Sie sahen, dass sie nackt waren, also bedeckten sie sich mit einer selbstgemachten Hülle und wurden zu Verklägern der Brüder. Die Frau, die du mir gegeben hast, die ist das Problem. Die Schlange, die du gemacht hast, die ist das Problem. Und so sind wir auch. Wir sind auch so. Wir sind Verkläger der Brüder. Wenn ein Bruder etwas Verkehrtes tut, ganz offensichtlich,
Und er tut es öffentlich, kann es öffentlich auch gesagt werden. Aber ich kann ihn doch nicht zwingen, seine Gesinnung zu ändern. Das kann nur Gott. Notwendig dagegen war das Eingeständnis ihrer Sünde, die Behandlung der Blindheit durch die Anwendung der Augensalbe, die nur Gott verabreichen kann, denn ein Blinder kann ja nichts sehen. Und die Bedeckung durch die Gerechtigkeit Christi, weg mit dem Feigenblatt, das hilft nichts. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Das ist ziemlich klar. Wenn wir nicht tun, was richtig ist, wir werden es nicht beerben. Und ich staune immer wieder, wie viele denken, Gott ist blind. Wenn wir in der Gemeinde schon sehen, was los ist, was von Gott? Denken Sie, Gott sieht nicht? Wenn wir die andere betrachten, die da drüben sitzt, und wir können es schon sehen, wie viel mehr sieht Gott, was im Herzen ist? Und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesu und in dem Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt. Oh, ich liebe diesen Text. Alles ist mir erlaubt. Christus, wird er mich hindern, wenn ich jetzt in die Kneipe gehe heute Abend und mich vollsaufe? Wird er mich hindern? Wird er traurig sein? Ja, ich denke ja. Und wenn ich ihn liebe, dann will ich ihn nicht traurig machen. Ich will also mit seiner Gnade nicht in die Kneipe gehen und mich vollsaufen heute Abend. Aber er wird mich nicht zwingen, es nicht zu tun. Wie sind wir? Wie sind wir, wenn ein Bruder nicht absolut genau so es macht, wie ich es will? Dich schließe ich aus. Ist es so oder nicht? Ist das der Geist Gottes in unserer Gemeinde? Ich rede jetzt nicht von schlimmen Dingen. Ich rede von theologischen Einsichten oder dies nicht richtig so sehen wie der andere. Es ist schrecklich. Alles ist mir erlaubt. Gott zwingt mich nicht. Aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt. Aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Was für eine wunderbare Gesinnung. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Den Text haben wir ja schon mal besprochen. Das ist ein Diktum und Paulus sagt, damit stimme ich nicht überein, denn Gott aber wird diesem und jene wegtun. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei fern. Wir bringen es in unsere Gemeinde rein. Die Ehebruchziffern sind genauso groß wie die restliche Welt. Das ist eine Schande für Gottes Gemeinde. Oder wisst ihr nicht, dass wer eine Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Flieht der Unzucht, verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Das ist eine logische Religion. Der Korintherbrief sagt ganz eindeutig, wo Sache ist. Es ist nicht gut, die Wahrheit nur verstandesmäßig zu erfassen. Ist nicht gut. Wir müssen sie geistlich annehmen. Eine Veränderung unseres Verhaltens reicht nicht aus. Wir brauchen eine Veränderung des Herzens. Vernichte die Wurzel, nicht das Blatt. Wenn ich dies oder jenes in meinem Haus tue und es ärgert meine Frau und sie fängt an zu meckern und ich tue es nachher nicht mehr, weil ich das Meckern nicht mehr ertragen kann, habe ich mich dann bekehrt? Ja oder nein?
nein, der Schmerz des Meckerns ist nur größer geworden als der Schmerz meines eigenen Willens, in diesem Bereich aufzugeben. Das ist all, was passiert ist. Aber es ist keine Bekehrung. Das ist keine Bekehrung. Was, wenn meine Frau, wenn ich sehen werde, das macht sie Unglück und aus Liebe tue ich es nicht mehr. Und ich will es auch nicht mehr tun, weil es dem anderen Schmerz bereitet. Das ist besser. Also eine Veränderung des Verhaltens ist kein Beweis, dass wir uns bekehrt haben. Alles andere wird am Tag des großen Feuers umkommen. Das Gold eines heiligen Charakters aber wird bestehen. Und ich kann meinen Charakter nicht ändern. Ich kann ihn nur beherrschen. Ich kann meine Wege so leiten, dass ich die Probleme hinder oder verminder, weniger mache. Aber ihn ändern kann nur Gott. Ich muss also zu Gott kommen und sagen, Herr, ich will nicht mehr so sein, wie ich bin. Ich will nicht mehr diese Gedanken in meinem Kopf haben. Ich will nicht eine Kläranlage hier oben sein. Ich will reine Gedanken haben. Nimm sie weg. Aber ich muss dann auch wirklich das wegtun, was das Problem verursacht. Als Volk sollten wir dem Herrn den Weg bereiten. Von jedem Jota unserer Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat, muss gebraucht werden, damit ein Volk nach Gottes Weise unter seiner geistlichen Modellierung vorbereitet wird, um am großen Tage Gottes bestehen zu können. Viele, die annehmen, dass sie im Himmel sein werden, sind von der Welt mit Blindheit geschlagen. Ich muss wirklich eine Untersuchung haben, eine Selbstuntersuchung und Gott fragen, reinige mich mit Hyssop, nimm dies weg. Sie müssen noch die ersten Lektionen lernen, die so grundlegend für das geistliche Wachstum sind, nämlich aus der Welt herauskommen und sich abzusondern. Das ist so schwer, denn die Welt ist überall. Ich bin in der Welt, aber ich brauche nicht von der Welt sein. Also was ist denn dann eigentlich Gerechtigkeit aus dem Glauben? Das ist so eine schöne Definition. Es ist das Werk Gottes, die menschliche Ehre in den Staub zu legen. Das ist, was es ist. Das ist die Gerechtigkeit aus dem Glauben, dass da nichts von mir ist. Und Gott macht es so, in dem Untersuchungsgericht, ich glaube ja nicht an ein Untersuchungsgericht, so, Fall Walter Veit, vage, tut mir leid, weg. Das ist nicht, wie Gott funktioniert. Gott sagt, du hast ein Problem und ich werde die Umstände so leiten, dass du mit deinem Problem konfrontiert wirst. Versage. Gut, ich leite die Umstände wieder, dass du mit deinem Problem konfrontiert wirst. Versage. Und endgültig sagst du, ja, ich will nicht so sein, ich will das nicht mehr haben. Jähzorn, irgendetwas, kann was Einfaches sein. Ich will es nicht. Und wieder und wieder und wieder. Und wenn man wirklich nicht will, zusammen mit Gott, überwinde es. Menschen wollen diesen christlichen Glauben nicht haben. Zauberstab-Glauben, gib mir den. Bin heilig. Von einem Tag zum nächsten. Dieses Problem ist weg. Gott hat mich geheilt von diesem Problem. Habt ihr das schon mal gehört? Ständig, wir wollen Zauberstab Probleme gelöst haben. Funktioniert nicht so. Denn wenn wir nicht selber durch Schmerz diese Probleme rausreißen mit den Wurzeln, mit Gottes Hilfe, dann sind wir ja nicht geimpft dagegen.
Wenn das Blatt nur abgeschnitten wird, dass man es nicht sieht, die Wurzel ist noch da, die Wurzel muss raus. Und wir müssen wachsen in dieser Neuigkeit. Also unsere Gerechtigkeit in den Staub. Wer vom Himmel als heilig anerkannt wird, wird der Letzte sein, der sein eigenes Gutsein vorführt. Denn je näher wir an Christus kommen, je mehr sehen wir, wie unvollkommen wir sind. Haben wir nicht so viele vollkommene Menschen in unserer Gemeinde? Und das ist ein Problem. Ich habe schon viele junge Menschen erlebt, die Gemeinde gelassen wegen all den Vollkommenen. Die Vollkommenen sind manchmal ein größeres Problem als die Linksradikalen. Wirklich wahr. Wir müssen uns überlegen, was heißt es, vollkommen zu sein? Vollkommen zu sein heißt, dass ich keine Gerechtigkeit habe. Ich sehe nur seine Gerechtigkeit. Und seine Gerechtigkeit verurteilt nicht leicht. Sie sucht eher aufzubauen. Keiner der Apostel oder Propheten beanspruchte jemals für sich ohne Sünde zu sein. Sie haben ihre Zuversicht nicht auf das Fleisch gesetzt und haben keine Gerechtigkeit aus sich selbst heraus beansprucht, sondern haben vollständig auf die Gerechtigkeit Christi vertraut. Wow, nichts von uns, nichts. Die Gerechtigkeit Christi hat wie eine reine weiße Perle keinen Makel, keinen Flecken, keine Schuld. Das können wir nicht behaupten. Perfektionismus wird nie unsere Fehler entfernen. Nur Christus entfernt, was nicht da sein muss. Der Feind Gottes und des Menschen hat etwas dagegen, dass diese Wahrheit klar und verständlich dargelegt wird. Denn er weiß, dass wenn die Menschen sie vollständig erfassen, seine Macht gebrochen ist. Solange da ein bisschen eigenes Ich ist, lacht Satan. Er lacht. Aber wenn wir einsehen, wir haben keinen Widerstand, keine Kraft und total abhängig sind, dann. Und wir müssen diese Gerechtigkeit durch den Glauben erlangen. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund von der Verpflichtung. Wenn ich arbeite für einen Arbeitsgeber, das Geld, was ich am Ende des Monats empfange, ist kein Geschenk. Es ist keine gute Tat, die der Arbeitgeber mir gegenüber tut. Das ist seine Pflicht. Denn das ist nicht sein Geld, das ist mein Geld. Ich habe dafür gearbeitet und so mit Gerechtigkeit. Das ist dann keine Gnade. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Also ich kann nicht erst so viel meiner Werke zu Gott bringen und sagen, schau mal hier, was habe ich gemacht? Schau mal hier. Ich habe alles aufgegeben in meinem Leben, was schlecht für mich ist. Ich lebe nur noch gesund. Kannst du sehen, lieber Gott? Und schau mal, wie ich evangelisiere. 14, 15 Mal, 16, 17 Mal im Jahr. Wer macht denn das? Die sind alle lauwarm. Nicht ein Ding, was ich tue, kann ich ihm anbieten. Denn vor dem ich nach Deutschland komme, motze ich schon 3 Wochen lang, ich will nicht gehen. Dann gehe ich trotzdem. Ja. Und derweil ich hier bin, motze ich jeden Tag, ich will nach Hause. Schrecklich, schrecklich. Keine Gerechtigkeit. Bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich in priesterlichem Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt, Jesaja 61, Vers 10.
sein Kleid der Gerechtigkeit. Christus in seiner Menschlichkeit hat einen vollkommenen Charakter erlangt. Und er bietet an, passt gut auf, wie das geschrieben ist, und er bietet an, uns diesen Charakter zu verleihen. Wir wollen es aber nicht, wir wollen es selber tun. Wir wollen es selber tun. Alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Und nur Stresssituationen zeigen uns, wer wir wirklich sind. Und da ist der Familienkreis so gut. Es gibt keine bessere Kritikerin als die eigene Frau. Denn man kann sie nicht belügen und man kann sie auch nicht betrügen mit Bezug auf den eigenen Charakter. Und sie braucht auch nie was sagen, sie braucht nur gucken. Und wenn die Frau das schon kann, wie kann Gott das denn nicht? Hä? Die lieben Frauen, ach ja. Durch seinen vollkommenen Gehorsam hat er es jedem Menschen möglich gemacht, den Geboten Gottes zu gehorchen. Es gibt es Menschen, die sagen, okay, ihr glaubt, man kann nicht die Gebote halten. Nein, man kann. Denn durch seinen vollkommenen Gehorsam hat er es jedem Menschen möglich gemacht, den Geboten Gottes zu gehorchen. Sonst gilt das Evangelium für nichts. Die Menschen sagen immer, sie stehen unter der Gnade und nicht unter dem Gesetz. Was für ein Widerspruch. Wo da kein Gesetz ist, ist da keine Übertretung. Wo da keine Übertretung ist, ist da keine Sünde. Wo da keine Sünde ist, ist da keine Notwendigkeit für Gnade. Also Gnade kann nur bestehen, wenn da ein Gesetz ist. Fertig. Da ist die Gesamttheologie der restlichen christlichen Welt im Mülleimer. Ich sag ja, nur Adventisten können ihre Glaubenspunkte verteidigen, weil sie logisch sind. Aber unter uns sind da immer noch Menschen, die entweder behaupten, wir können die Gebote perfekt halten in unserer Kraft, denn wir müssen ja auch einmal ohne Fürsprecher stehen, also wir besser lernen das jetzt. Und dann haben wir die andere Gruppe, die sagen, wir können es nicht. Beide sind verkehrt. Nur in Christus können wir die Gebote halten. Sein eigenes Kleid der Gerechtigkeit, welches vollkommen gehorsam dem Gesetz Jahwes gegenüber bedeutet. Dieses Kleid können wir nur von Christus bekommen. Also zugerechnete und verliehene Gerechtigkeit, Rechtfertigung und Heiligung, das ist nämlich gleich, sind Geschenke von Gott durch die Verdienste Jesu Christi und Gehorsam, ein Befolgen der Gebote, ist eine Folge dieses beständigen Vertrauens in die Verdienste Christi. Also nichts mit mir zu tun. Ich kann nicht erst gehorsam sein ohne ihn. Unsere Botschaft ist das ewige Evangelium, errettet durch das Blut des Lammes. Unser Charakter muss so geformt werden, dass er dem göttlichen Vorbild ähnlich wird, das sich im Gesetz Gottes widerspiegelt. Das ist das Evangelium. Denn das Evangelium heißt, dass Gott uns errettet aus unserem Zustand und uns wiederbringt zu dem Zustand, wo wir in der Gegenwart Gottes bestehen können. Wir dürfen nicht im Geringsten unser Ich herausstellen, Review and Herald. Und das ist ein Megaproblem für alle von uns, nicht für Einzelne. Einzelne sieht man es besser, aber manchmal ist es gefährlicher, wenn man es nicht sieht, als wenn man es sieht. Hat der Herr Jesus diesen Selbstzufriedenen nicht eine Botschaft nach der anderen gesandt, in denen er tadelt, warnt, flehentlich bittet? Sind diese Ratschläge nicht gehasst und abgelehnt worden? Er kann nicht Fürsprache einlegen zugunsten von Menschen, die nicht die Notwendigkeit seiner Hilfe spüren, die behaupten, alles zu wissen und alles zu haben. Und dieser Glaube, der Adventismus, eignet sich so perfekt zu diesem selbstgerechten Zustand.
Wenn ich alle die Glaubenspunkte akzeptiert habe, dann bin ich jetzt vollkommen. Schrecklich. Was ist es, dass der Teufel an der Gemeinde so hasst? Warum hasst er auch diese Gemeinde, obwohl sie Laodicea ist? Sie halten die Gebote, haben das Zeugnis Jesu, haben den Glauben Jesu. Das ist ein Glaube, der die Verheißung für sich beansprucht, der nicht im geringsten wankt, auch wenn der Weg ein Weg des Kreuzes ist. Also er sieht, dass die Theologie richtig ist und dass Menschen Überzeugungen ändern. Und er will verhindern, dass die Macht und die Kraft, die von Gott kommt, dazu gerechnet wird. Das ist der Glaube, der eine Feuerprobe unbeschadet übersteht. Und das ist es, was den Teufel so sehr in Wut versetzt, dass er einen Krieg führt gegen die Gemeinden. Die Juden hielten die Gebote fantastisch. Die modernen Christen haben den Glauben an Jesu fantastisch. Und scheinbar sind wir in beiden ganz gut. Wir denken, na, wir halten die Gebote und wir haben den Glauben an Jesu. Und doch sind wir immer noch elend und blind. Was ist das Problem dann? Jesus sagt, unsere Gerechtigkeit, und hier liegt der Punkt bei dem Adventismus. Und darum müssen wir diese Dinge studieren. Unsere Gerechtigkeit muss die der Pharisäer weit übertreffen. Die haben auch alles richtig gemacht. Die haben Zehnten bezahlt, Sabbat gehalten und. Aber Jesus sagt im Matthäusbrief, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht, was? Was ist das Wort da? Weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Wow. Also nichts, was ich tue, kann mir dazu helfen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Sie sind aber hochnäsig vorbeigegangen, als einer verletzt lag. Oder heutzutage, ja, diese Tochter oder dieses Kind von dem, sie haben Drogensüchtiger. Was sucht er noch hier in der Gemeinde? Dran vorbei. Lasse verletzt. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, ach, danke doch, Textus, Receptus, da steht's wenigstens. Denn neuere Übersetzungen sagen, wer seinem Bruder zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Hier haben wir wenigstens noch ein bisschen Hoffnung, ohne Ursache. Denn sonst kommt keiner an den Himmel. War da schon jemand, der nicht böse war mit einem anderen hier? Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wir dürfen also mit anderen Worten nicht mit Missachten einander betrachten. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also das Niveau ist viel höher als ein richtig Handeln nach außen, aber hier innen ist es immer noch faul. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Wenn das Fernsehen ein Problem im Haus ist, schmeiß es raus. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Wenn ich etwas nicht lassen kann, dann muss ich nicht dahin gehen. Geh nicht hin. Geh nicht hin. Wenn diese Leute nicht auf dieser Liebesparade gewesen wären, dann wären sie auch nicht umgekommen. Nicht, dass ich sage, Gott hat das gemacht. Ich sage nur, wenn man nicht hingeht zu diesen Dingen,
dann kann auch weniger passieren. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Wir als Gemeinde müssen eine neue Einstellung bekommen. Alle von uns. Links, rechts, Mitte. Alle von uns. Jeder. Ich auch. Gott führt sein Volk Schritt für Schritt voran. Das Leben eines Christen ist ein ständiger Kampf und ein Vorwärtsmarschieren. A battle and a march. Ein ständiger Kampf. Mein Freund sagt immer, jede gute Tat wird bestraft werden. Denn wenn man was Gutes tut, alles geht dann schief. Habt ihr das schon mal gemerkt? Jede gute Tat wird bestraft werden. Aber das heißt nicht, ich muss die gute Tat nicht tun. Weiter. Man kann sich bei diesem Krieg keine Pause gönnen. Nur durch andauernde, nicht nachlassende Anstrengung können wir den Sieg über die Versuchungen Satans erlangen. Jeden Tag ist es ein Kampf. Jeden Tag. Viele hängen an ihren Zweifeln und ihren Lieblingssünden, während sie gleichzeitig einer der großen Täuschungen erlegen sind, dass sie fühlen und sagen, ihnen fehle absolut nicht. Das ist ein Problem. Viele hängen an ihren Zweifeln. Ja, dieses Stückchen Theologie hier, das habe ich noch nicht kapiert und darum will ich noch nicht. Und der Herr wird mir noch Zeit geben, um dies oder jenes. Oder der Herr wird mir helfen, in der Zukunft irgendwann, um dieses oder jenes zu überwinden. Ich habe das schon so oft gehört. Nein, ich will das noch nicht jetzt hören. Noch nicht. Erzähl mir nichts vom Evangelium, ich will es noch nicht hören. Ich habe noch zu viel zu tun. Das habe ich auch schon gehört. Über eine kalte Gemeinde ohne Leben und ohne Christus sagt der treue Zeuge, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ich sehe so oft in Gemeinden traurige Leute. Man sieht sie so, man sieht sie. Schwer belastete Menschen und oft in Erstweltländern, wo es wirklich schwer ist zu überleben, so in der dritten Welt, bisschen weniger, aber in der ersten Welt, die ist so hart geworden, so hart. Da sieht man solche traurigen Leute. Macht es euch zur Aufgabe, um die Traurigen zu trösten, die Widerspenstigen, den Widerspenstigen ein Drückchen zu geben. Ist doch nicht so schwer. Sie sind voller Auflehnung und Undankbarkeit gegenüber Gott und haben ihn vergessen. Und doch hat er sie behandelt wie ein liebevoller, vergebungsbereiter Vater seiner undankbaren, widerspenstigen Sohn behandeln. Wie ein liebevoller Vater einen undankbaren, widerspenstigen Sohn behandelt. Können wir das tun in der Gemeinde? Zu den Schlimmsten? Wer von uns hat ein Groll einem anderen gegenüber in der Gemeinde? Der hat das oder jenes an mir getan. Wenn wir das nicht auf den Altar legen, dann kann Gott uns auch nicht verzeihen. Wenn da irgendein bisschen davon übrig ist, macht nichts, was die gemacht haben. Man muss ihnen verzeihen. Das heißt nicht, ich muss unbedingt schlecken. Das ist nicht, was Christentum ist. Aber ich muss im Herzen verzeihen. Und ich muss die Hand des Friedens reichen. Halbherzige Christen sind schlimmer als Ungläubige.
Denn ihre irreführenden Worte und ihr Standpunkt, sich nicht festlegen zu wollen, können viele vom rechten Weg abbringen. Besser kalt als lauwarm. Besser kalt, dann weiß jeder, wo sie stehen. Christentum habe ich nichts am Hut. Dann weiß man, das ist kein Christ. Aber wenn einer sagt, er ist ein Christ und er ist lauwarm, schrecklich. Die Auseinandersetzung zum Glaube und Werke. Ach, ich mag den Luther. Ich bin ein Luther-Fan. Luther hielt den Brief des Jakobus für eine strohene Epistel. The Epistle of Straw. Strohene Epistel. Hat sogar in die Bibel reingeschrieben. Als Randbemerkung. Da Werke uns nicht retten können. Er kam gerade aus dem Katholizismus, entdeckt, ha, Rechtfertigung durch den Glauben und liest eines Tages Jakobus. Ha. Das kann ja nicht wahr sein. Der Brief des Jakobus ist tatsächlich die Kehrseite der Medaille. Paulus entlarvt Werke ohne Glauben und Jakobus entlarvt Glauben ohne Werke. Und das ist ja das Evangelium. Und diese beiden will Satan so gerne getrennt haben. Und Luther kommt aus diesem Werkesystem in das Glaubenssystem. Och, der hat eine Krise gehabt. Luthers Zitat über dieses Evangelium des Strohs erscheint nur in Luthers ursprünglichem Vorwort zum Neuen Testament von 1522. Nach 1522 war in allen Ausgaben der Lutherbibel das Kommentar über die Strohepistel gestrichen. Wer hat es rausgeholt? Es war Luther selbst, der diese Kommentare bei der Überarbeitung entfernte. Also selbst Luther hatte diesen Streit. Wir haben diesen Streit auch. Jeder von uns hat diesen Streit. Es ist interessant, dass Luthers Biograf einmal machte Luther die Bemerkung, dass er seinen Doktorhut an denjenigen geben würde, der Jakobus und Paulus unter einem Hut bringen könnte. Ja, sagt er zu seinen Studenten, hier, wollt ihr meinen Doktorshut haben? Doch der wagte es nicht, Jakobus aus dem biblischen Kanon zu streichen. Er hat ihn nicht rausgeholt, er hat ihn da gelassen. Interessante Geschichte. Und verdiente sich bei verschiedenen Gelegenheiten selbst seinen Doktorhut, indem er diese Versöhnung selbst vornahm. Glaube, schrieb er, ist eine lebendige, rastlose Sache. Er kann nicht untätig sein. Wir werden nicht durch Werke gerettet, aber wenn keine Werke vorhanden sind, muss beim Glauben irgendetwas fehlen. Schön, ne? Also, jemand hat behauptet, da ist ein Problem. Glaube ohne Werke rechtfertigt, Satz 1. Satz 2, Glaube ohne Werke ist tot. Also, Schlussfolgerung, toter Glauben rechtfertigt. So haben die Leute diskutiert. Und wir denken, die waren doof. Die waren nicht doof. Das ist ein spitzfindiges Argument, sagt Martin Luther. Und man kann es anfechten, indem man die Grammatik beachtet. Im Satz 1 bezieht ohne Werke sich gar nicht auf den Glauben, sondern auf rechtfertigt. Erst in Satz 2 bezieht ohne Werke sich auf den Glauben. Wir sagen, dass Rechtfertigung ohne Werke wirksam ist. Nicht, dass der Glaube ohne Werke ist, denn ein Glaube, der keine Werke hat, ist nicht ein wirksamer Glaube, sondern ein geheuchelter Glaube. Gut gesagt. Die waren nicht so dumm. Für Luther können gute Werke deshalb niemals in irgendeinem Sinne bestimmend sein für die Beziehung des Menschen zu Gott. Nichts, was ich bringe, ist von Wert. Darum sagt das Lied ja auch, ich bringe nichts zum Kreuz. Nothing to the cross I bring. Vielmehr folgen die guten Werke dem Glauben, so wie die Nacht dem Tag folgt, wie gute Frucht aus einem guten Baum erwächst. Gute Werke
machen aus dir keinen guten Menschen. Hört mal auf, gut zu. Heute schalten wir Fernseher ein, lesen Zeitungsberichten und alle die Philanthropen sind da, die so viel Geld geben für dies und dies Kinderheim und das und jenes. Er sagt, gute Werke machen aus dir keinen guten Menschen. Aber ein guter Mensch tut gute Werke. Und die guten Werke, die er tut, hängt er auch nicht an die Glocke. Denn die Bibel sagt, wenn man gute Werke tut, dann tut das was? Still und heimlich. Häng es nicht an die Glocke. Unvollkommen, aber immer noch Gottes Gemeinde. So ist unser Zustand und so kämpfen wir. Aber wenn wir nur diesen Kampf, das ist mein Anliegen in diesem ganzen Vortrag, wenn ihr diesen einen Punkt nur nach Hause nehmt, wenn wir den Kampf voneinander verlegen in uns selbst oder den Kampf zwischeneinander verlegen in uns selbst, dann wird diese Gemeinde blühen. Denn in irgendeinem Zustand bin ich auch das Problem. Ich bin auch das Problem. Aber der große Lehrer ist bestrebt, diese existierenden Übelstände zu korrigieren, indem er Belehrung und Unterweisung gibt. Wir sollen uns nicht so wichtig tun mit unseren Ansichten und so unbedingt unsere Ansicht auf den Nächsten zu erzwingen. Aber Sünde muss bei den Namen genannt werden. Was verkehrt ist, muss korrigiert werden. Offene Sünde muss offen angesprochen werden. Geheime Sünde, die jemand entdeckt, muss still mit dem Bruder oder Schwester besprochen werden. Das sind Richtlinien. Aber unsere Einstellung muss ganz anders sein. Epheser sagte, und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Von Anfang an ist es Gottes Plan gewesen, dass durch seine Gemeinde die Fülle seines Wesens und seines allumfassende Fähigkeit der Welt dargestellt wird. Die Glieder der Gemeinde, diejenigen, die er aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat, sollen seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und das können wir nur, wenn wir seine Herrlichkeit in Anspruch nehmen. Und das können wir nur, wenn wir erkennen, dass unsere eigene Herrlichkeit Mist ist. Und durch die Gemeinde wird am Ende die letzte und vollständige öffentliche Entfaltung der Liebe Gottes sichtbar werden. Christus sieht uns als seine Belohnung an. Das ist unsere hohe Berufung. Christus sieht seine Gemeinde in ihrer Reinheit und Vollkommenheit als den Lohn für alle seine Leiden, seine Erniedrigung und seine Liebe an als die Krönung seiner Herrlichkeit. Christus als der überragende Mittelpunkt, von dem alle Herrlichkeit ausstrahlt. Er hat uns lieb. Wir sind sein Augapfel. Die Gemeinde Christi, wie kraftlos und mängeln behaftet sie auch erscheinen mag. Ist das eine Objekt auf Erden, dem er in ganz besonderer Weise seine Liebe und seine Aufmerksamkeit schenkt. Wie oft kommen Leute in die Gemeinde und sagen, es ist kalt da. Es ist kalt, ich kann es nicht aushalten in der Gemeinde. Oder dies oder jenes. Wenn das der Fall ist, dann widerspiegeln wir nicht das, was Gott von uns will. Die Gemeinde auf Erden ist nicht vollkommen. Die kämpfende Gemeinde ist noch nicht die siegreiche Gemeinde. Wir müssen aber auch nicht vergessen,
dass wir noch nicht im Himmel sind. Wir sind noch an dieser Seite vom Himmel. Und wenn ihr das nicht glaubt, warte bis morgen. Dann werdet ihr merken, wir sind noch nicht im Himmel. Oder heute Abend oder wann auch immer. Wenn der Sturm herannaht, werden viele, die sich zur dritten Engelbotschaft bekannt haben, aber nicht durch den Gehorsam gegen die Wahrheit geheiligt worden sind, ihren Standpunkt aufgeben und sich zu den Reihen der Gegner schlagen. Der große Kampf, Seite 609. Nicht alle, die sich Christen nennen in der Gemeinschaft, sind Christen. Also wir müssen nicht so feingefühlig sein, aber wir müssen auch den Introspektion haben, wenn es so ein Wort gibt. Es geht um ein Ausgespucktwerden der Untreuen aus Laodicea, nicht um ein Herausgehen der Treuen. Ganz deutlich. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Diese Gemeinde bleibt, kommt ein Ausspucken. Ich fragte nach der Bedeutung der Erschütterung, die ich gesehen hatte, und mir wurde gezeigt, dass sie durch das direkte, geradlinige Zeugnis ausgelöst würde, das als Reaktion auf den Rat des treuen Zeugen an die Gemeindeglieder von Laodicea gekündigt wurde. Ich sah, dass das Zeugnis, die treuen Zeugen, nur halb beachtet wurden, und dieses Zeugnis muss eine tiefe Reue bewirken, also eine persönliche Arbeit. Review and Herald, der Name einer Religionsgemeinschaft hat keine Wirksamkeit, die uns die Gunst Gottes sichert. Wir werden als Einzelne gerettet, als an den Herrn Jesus Christus Glaubende. Ich bin nicht gerettet, weil ich siebenten Tags Adventist bin. Ich predige, bleib in der Gemeinde, ja, das ist die Gemeinde Gottes. Geh nicht aus hier raus, weil das ist, was die Bibel sagt. Das ist, was der Geist der Weissagung sagt. Aber ich bin nicht gerettet, weil ich Adventist bin. Das ist nur die Schule. Das ist das Hospital. Und wir sind alle krank. Alle von uns, wir sind krank. Und hier gibt es Heilmittel, Augensalbe, Kleider der Gerechtigkeit. Stoßt in das Horn in Sion, heiligt ein Fasten, beruft eine allgemeine Versammlung. Pass mal auf, wie das jetzt lautet hier im Brief Joel. Ganz am Ende. Wo findet denn das statt? In der Gemeinde. Ruft die Versammlung zusammen. Versammelt das Volk. Heiligt die Gemeinde. Bringt die Ältesten herbei. Versammelt die Kinder und die Säuglinge. Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Die Priester, die Diener des Herrn sollen zwischen der Halle und dem Altar weinen und sagen... Jetzt, wer sind denn die Priester hier? Nur die Prediger? Oder seid ihr ein heiliges Volk, ein Priestervolk? Ihr alle? Wir alle? Herr, habe Mitleid mit deinem Volk und gib dein Erdteil nicht der Beschimpfung preis, dass die Heidenvölker über sie spotten. Warum soll man unter den Völkern sagen, wo ist nun ihr Gott? Denn gerät der Herr in Eifer für sein Land und hat Mitleid mit seinem Volk. Und der Herr wird antworten und zu seinem Volk sprechen, siehe, ich sende euch Korn, Most und Öl, dass ihr davon satt werdet sollt. Und ich will euch nicht mehr der Beschimpfung preisgeben unter den Heidenvölkern. Typologie, Leib Christi, Heiligen Geist, Wein. Süßer Wein. Fürchte dich nicht, o Land, sondern frohlocke und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Fürchte euch nicht, ihr Tiere des Feldes, denn die Auen der Steppe sollen grünen und die Bäume sollen ihre Früchte tragen. Der Weinstock und der Feigenbaum soll so viel sie nur können. Und ihr Kinder, seht uns frohlockt und freut euch über den Herrn, euren Gott. Denn er gibt euch den Frühregen im rechten Maß und er lässt euch am ersten Tag Regengüsse herabkommen, Frühregen und Spätregen. Jeder von uns hat ein Frühregen im Leben nötig und einen Spätregen. Und die Gemeinde als Ganzes auch. Und ihr sollt genug zu essen haben und satt werdet in den Namen des Herrn, eures Gottes, loben und wunderbar an euch gehandelt hat. Und mein Volk soll nie mehr zuschanden werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich in Israels Mitte bin.
und dass ich der Herr, euer Gott, bin und keiner sonst, und mein Volk soll nie mehr zuschanden werden. Das ist die Verheißung für die Endzeitgemeinde. Also es ist ein Aufruf der Sammlung und nicht der Trennung. Nicht kommt raus, nein, heiligt euch. Es ist ein Geist der Fürbitte, nicht der Verurteilung. Ist es nicht so? Und eine Zukunft des Sieges, nicht der Niederlage. Das ist die Berufung der Gemeinde. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir alle einzelne Gläubige als einzige einzelne Gläubige gerettet werden, nicht als eine Körperschaft von Gläubigen. Wir haben keine Israel-Bewegung. Zugerechnete und verliehene Gerechtigkeit sind Geschenke von Gott durch die Verdienste Jesu Christi, und Gehorsam ist eine Folge. Er rettet durch das Blut des Lammes. Unser Charakter muss so geformt werden, dass er dem göttlichen Vorbild ähnlich wird, das sich im Gesetz Gottes widerspiegelt. Das ist die Zusammenfassung. Amazing Grace schreibt sie, die Gnade Christi muss das gesamte Sein formen. Der Sieg wird nicht eher vollständig sein, bis das himmlische Universum Zeuge wird. Ganz am Ende. Und wenn wir den Römerbrief lesen, Brüder, der Wunsch meines Herzens und meines Flehens zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Antitypisches Israel auch. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, das können wir sagen, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Es war damals ein Problem, als der Frühregen fiel, es ist ein Problem, wenn der Spätregen fällt. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Problem unter dem Frühregen, Problem unter dem Spätregen, unser Zustand. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. So der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so: Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen. Oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Und das Wort ist Christus. Es ist nah, wir brauchen nicht weit greifen. Ich muss nur zugeben, dass ich es nötig habe. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Diese Leiche kann nur leben, wenn Christus ihr Leben gibt. Sonst bleibt sie eine Leiche. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Das ist, worum es geht. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das ist wahrscheinlich die fantastischste die fantastischste Aussage über die Gerechtigkeit Christi. Man kann es nicht besser sagen. Schade, dass so viele es nicht verstehen. Diagnose, lauwarm. Konsequenz, ausspeien. Wer ist lauwarm? Ich bin lauwarm. Ursache, ich denke, ich habe eine eigene Gerechtigkeit. I'm okay, Jack. Wahrer Zustand, elend, jämmerlich, arm, blind. Nackt. Wer? Ich. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch, um in die und die im Laodicea, schreibt er im Kolosserbrief. Wir haben keinen Brief an die Laodicea von Paulus. Wir haben nur das Stückchen in Offenbarung. Aber wir wissen, dass dieser Brief auch an die Laodicea ging.
Also da muss etwas drinstehen, was, für uns in Anspruch genommen werden muss. Damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus. Erster Punkt. Sind wir alle in dieser Gemeinde in Liebe zusammengeschlossen? In welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind, das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich euch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht der Christus, der allezeit in Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht wird, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und die in Laodicea und Hierapolis. So, ihnen wurde die Ermahnung gegeben, lesen wir, ihr sollt vollkommen sein. Vollkommen. Aber diese Vollkommenheit kann ich nur in Christus haben. Wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Aber die Gemeinde führte die von Gottes Botschaften begonnene Arbeit nicht fort. Sie hörten es, aber sie versäumten die Wahrheit, sich selbst zu eignen. Das war ein Problem. Kolosser geht weiter, wie ihr nun in Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid. Und seid darin überfließend mit Danksagung. Preist den Herrn. Habt ihr das schon mal gehört? Oder komm, wir haben eine Preisandacht. Wir preisen den Herrn. Und dann wird da viel gesungen und viel dem Herrn gepriesen. Das ist gut, um den Herrn zu preisen mit Singen und mit Lobgesang und so weiter. Und dann haben wir unsere Pflicht getan, dann gehen wir wieder nach Hause. Das ist nicht, was Preisen ist. Preisen, ich möchte ein anderes Wort anstelle Preisen dahin stellen. Preisen ist dankbar. Dankbarkeit. 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 Danke. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Wenn ich wirklich einer Person dankbar gegenüber bin, das ist Preis. Wenn meine Frau etwas für mich tut und ich bin im Wesen dankbar und ich zeige ihr, dass ich dankbar bin, für was sie für mich tut, dann ist sie doch glücklich, ja oder nein? Dann ist sie glücklich. Wenn ich jeden Morgen ein Loblied singe, dann wird sie irgendwann zu mir sagen, halt doch endlich die Klappe. Aber wenn ich dankbar bin, wow, das ist etwas. Und ich kann nur dankbar sein, wenn ich etwas erlebt habe. Und ich kann nur etwas erleben, wenn ich in einem Verhältnis bin. Sonst kann ich ja nichts erleben. Und das ist unser Problem. Haben wir ein wirkliches Verhältnis mit diesem Gott? Stehen wir morgens auf und labern ein Gebet? Und abends gehen wir ins Bett und labern wieder ein Gebet und vergessen auch nicht, um zu sagen, danke für das Essen, Amen. Ich war bei einem lieben Bruder, der hat so gebetet, danke für das Essen, Amen. Und dann hat er gegessen. Aber er war trotzdem ein lieber Bruder, sehr lieber Bruder. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Wisst ihr, wo das ist? Ja, bei der Bergpredigt. Und hier stand Jesus. Und diese mächtige Predigt, ich will ja nicht über diese Predigt reden, das ist eine ganze Predigt in sich selbst, nur wieder einmal zur Erinnerung bringen, diese Gedanken. Hier sind sie und sie erwarten, der Messias wird jetzt sagen, ich bin euer Fürst, ich befreie euch vom Joch.
Ihr seid großartig und ein fantastisches Volk und ihr werdet jetzt regieren. Anstatt dessen sagt er, glückselig sind die, die geistlich arm sind. Denn ihrer ist das Reich des Himmels. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Und glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. Und dann die des reinen Herzens sind und die Friedfertigen. Und die, die verfolgt werden der Gerechtigkeit wegen. Und glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen. Puh, das hatten sie nicht erwartet. Das war das Gegenteil von dem, was sie erwartet hat. Und die Worte hier, es gibt ja mehrere Worte im Griechischen, um einen Zustand zu beschreiben, sind immer im Superlativ. Die geistlich Armen, das ist eine absolute Bankrottheit, total ohne Mittel, absolut arm. Also glücklich bin ich, wenn ich endlich einsehe, dass ich geistlich bankrott bin. Ich habe nichts zu bieten, keine eigene Gerechtigkeit, nichts. Und glücklich bin ich, wenn ich sehe, dass ich ein Gesetzübertreter bin und dass es mir leid tut, dass ich bin, wie ich bin und dass ich meinen Zustand nicht ertragen will und kann und dass ich zu Gott komme und mich bekenne zu meinen Sünden. Und wenn ich von meinem hohen Ross runtersteige und demütig werde, weil ich ihm erlaube, um mich zu demütigen. Und wenn ich sage, Herr, ich will nicht diesen Mist in meinem Kopf haben und in meinem Geist und in meinem Benehmen. Ich hungere, ich habe Hunger und Durst nach deiner Gerechtigkeit. Und wenn ich lerne, um andere zu behandeln, wie Christus mich behandelt, barmherzig. Und wenn ich ihm erlaube, wie sagt man da im Computerwelt, Disk, Delete, sauber machen, reinigen. Ja, wenn ich ihn erlaube, um das zu erneuern in mir, was nicht in Ordnung ist. Und dann friedfertig werde. Und das hat mit dem Gesetz zu tun. Andere zu behandeln, wie ich gerne selbst behandelt werden müssen. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Und wenn ich das alles tue, dann werde ich verfolgt werden. Und ich werde verschmäht werden. Aber das ist okay, denn wir haben Christus. Dann wird der König zu denen an seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Und was sagen sie dann? Herr, wann haben wir das gemacht? Mit anderen Worten, das kommt so natürlich, dass wir es nicht erst merken. So natürlich muss das kommen. Es muss zweite Natur sein, um andere zu trösten und zu helfen. Zweite Natur. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt? Oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet. Wann haben wir dich? Und so geht er durch die ganze Liste. Ja, wenn ihr es zu mir getan habt, dann habt ihr es an die anderen getan. Da steht es. Das ist wahres Christentum. Und das ist, was wir nicht mehr haben. Wir haben so viel Streit.
Es gibt ein Heilmittel für Laodicea. Die Gemeinde kann Gold kaufen. Und das ist wieder ein wichtiger Punkt. Leute sagen, diese Gemeinde ist so verkommen, dass sie Babylon geworden ist oder dass wir uns von ihr trennen müssen oder was auch immer. Nein, das ist eine Lösung. Kauf Gold, das im Feuer geläutert ist. Für Babylon gibt es kein Heilmittel. Sie kann nicht gerettet werden. Jeremia 51, 9. Wir haben Babel heilen wollen, aber es ist nicht gesund geworden. Verlasst es und lasst uns jeder in sein Land ziehen, denn sein Gericht reicht bis zum Himmel und steigt bis zu den Wolken empor. Es kann nicht geheilt werden. Babylon kann nicht geheilt werden. Trotz der geistlichen Finsternis und der Entfremdung von Gott, die heute in den Kirchen bestehen, aus denen Babylon zusammengesetzt ist, befindet sich die große Masse der wahren Nachfolger Christi zurzeit noch in ihrer Gemeinschaft. Also, diese anderen Gemeinden haben Menschen, die wir zu Gott rufen wollen. Das System des Katholizismus ist unbiblisch. Es ist das Antichrist-System. Aber tausende Katholiken wissen es nicht und lieben Gott und dienen ihnen nach dem besten Wissen, das sie haben. Wir müssen sie rausrufen. Und die Protestanten noch schwieriger, denn sie glauben, sie haben Jesus, wenn sie ihm nicht gehorchen. Sie haben ihn als Erlöser gewollt, aber sie wollen ihn nicht als Fürst und König. Wenn es jemanden gibt, der die Gemeinde, die Gottes Gebote hält, Babylon nennt, dann ist er nicht ein Botschafter, durch den der Herr gesprochen hat. Die Organisation soll nicht aufgelöst oder in unabhängigen Einheiten aufgebrochen werden. Diese Gemeinde bleibt. Diese Gemeinde bleibt. Ihr Dienst für Gott muss ganz anders sein als die zahme, leblose, gefühllose Religion erfahren, die viele Gläubigen kaum anders erscheinen lässt als die Ungläubigen. Die Rechtfertigung aus Glauben und die Gerechtigkeit Christi sind Themen, die einer zugrunde gehenden Weltverkündigung verkündigt werden muss. Also hier ist eine schöne Geschichte in Laodicea. Ich rate dir von mir Gold zu kaufen. Das ist also eine Lösung. Und das Gold muss im Feuer geläutert werden. Wir wollen wissen, was das Gold ist. Damit du reich wirst und weiße Kleider mit kleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tut Buße. Gott hat auch Jesus als Gott. Clay. Was ist das? Kleie. Ton genommen, draufgespuckt, ja, und Ton, und hat dann das als Augensalbe gebraucht und dann gesagt, geh wasch dich. Diese Spucke, Heiliger Geist, gemischt mit dieser Erde, unsere Menschlichkeit und dann das Waschen, das die Taufe symbolisiert und die Reinigung in Christus, der Tod und die Auferstehung. Das ist, was wir nötig haben. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Sehe, ich stehe vor der Tür und klopfe. Gut lesen. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit dem Essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Die Wahrheit muss angenommen werden, so wie sie in Jesus ist. Nur das Echte, die ist echte Heiligung. Dein Wort ist Wahrheit. Gut, hier war ich in Laodicea und unsere Führerin oder
Leiterin da, war diese Dame, sie war Muslimin und ist nach dieser Tour nur durch Unterhaltung eine Adventistin geworden. Ist nicht interessant? Und sie hat das Leben Jesu übersetzt in Türkisch. Und da hat sie geklopft, denn wir haben gefragt, klopf mal. Denn Jesus klopft ja auch. Und die Leute haben aufgemacht und dann kamen sie gerannt. Wir waren alles Fremde und haben uns zu essen gebracht und so weiter. Fantastisch, sie haben die Tür geöffnet und sie waren gastfreundlich. Wo befindet sich Jesus in dieser Geschichte? Er steht draußen. Das ist die Gemeinde Gottes. Und er steht draußen und klopft. Sollte er nicht innen sein? Sollte er nicht bei uns sein? Steht draußen, nicht drinnen? Gott lässt sich nicht so sehr beeindrucken durch das, was wir tun, als er, warum wir es tun. Denn er ist der, der die Herzen erforscht und untersucht die Motive. Viele Taten, die als gute Werke angesehen werden, sogar Taten der Nächstenliebe, würden sich bei genauer Betrachtung als Taten erweisen, die von falschen Motiven getrieben sind. Oft erhalten Menschen Beifall für angebliche Tugenden, die sie gar nicht besitzen. Also wenn es nicht aus dem Herzen kommt, taucht es nichts. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Nur Gott kann wissen, was unser wahrer Zustand ist. Und dieses Feuer, warum geht es der Gemeinde und den Gemeindegliedern oft so dreckig? Weil wir nicht lernen wollen. Es kommt wieder und wieder und wieder, bis wir es lernen. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Verstand und irdischer Reichtum waren machtlos, um die Mängel der Gemeinde zu Laodicea zu beheben oder ihren bejammernswerten Zustand abzuhellen. Kein Reichtum dieser Gemeinde, das Wissen und alle diese Dinge kann uns retten. Eine Flickwerkreligion hat nicht den geringsten Wert bei Gott. Er fordert das ganze Herz. Keine Ecke darf reserviert bleiben, in der sich geerbte oder selbstgepflegte Neigungen zum Bösen entfalten können. Es gibt Menschen, die scheinen ständig auf der Suche nach dem himmlischen Perle zu sein, aber sie sind nicht bereit, ihre falschen Gewohnheiten völlig aufzugeben. Fast sind sie Christen, aber doch keine ganze Christen. Sie scheinen dem Reich Gottes sehr nahe, aber sie können nicht hineinkommen. In Englisch sagt sie, almost, but not totally saved, is to be not almost, but totally lost. Wow. Fast gerettet zu sein, ist nicht fast gerettet zu sein, sondern gar nicht gerettet zu sein. Ich kann es nicht so schön im Deutschen sagen. Ellen White erhielt eine Vision über das Gericht, Testimony 5, in der die aktiven und passiven Sünden der Versäumnisse unter der allgemeinen Überschrift Selbstsucht verzeichnet waren. Unterlassung einer Pflicht ist genauso selbstsüchtig wie offene Rebellion. Und so sah sie alle diese Dinge unter dem Namen Selbstsucht. Verflucht die Stadt Meros, schreibt Gott in Richter, sprach der Engel des Herrn. Ja, verflucht, verflucht nur seine Bürger, weil sie dem Herrn nicht zu Hilfe gekommen sind. Dem Herrn zu Hilfe mit den Heiden, mit den Helden. Also, eine Pflicht versäumen ist genauso Sünde wie eine buchstäbliche Übertretung. Auch sollte niemals gesagt
geerntet werden müssen. Die Ernte ist vorüber, der Sommer ist zu Ende und wir sind nicht gerettet. Ja, ich war da in Laodicea und zufälligerweise war die Ernte gerade bereits ein altes Bild. Aber es ist ein wichtiges Bild. Ich glaube, die Ernte ist reif. Ich glaube, wir stehen kurz vorm Ende. Wenn ihr die nächsten Vorträge miterleben könnt, werdet ihr sehen, wie nah am Ende wir stehen. Denn da kommen Vorträge über die Ereignisse, wie sie sich jetzt entfalten und wo wir sind. Die Ernte ist reif. Und ich glaube, der letzte Ruf an Gottes Gemeinde geht jetzt in die Welt. Und von vielen, vielen Seiten plötzlich kommt dieser Ruf. Komm, wir machen gemeinsame Sache miteinander und mit Gott. Aber das heißt nicht, dass Falschheit und Wahrheit nebeneinander stehen können. Das heißt es nicht. Denn Gott funktioniert und arbeitet nicht mit Unwahrheit, sondern in der Wahrheit. Aber was es wohl heißt, ist, dass alle von uns von unserem Ross runtersteigen müssen und bekennen müssen, dass wir alle Schuld an dem Zustand haben, den wir in der Gemeinde haben und in unserem eigenen Leben. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Wir gehen nach Hause. Johannes 4, Vers 35. Laodicea, der durchdringende Blick, sagt mir, das Problem liegt hier, in meinem Herzen. Und ich brauche Gottes Gnade, um mich zu läutern und zu verändern. Und ich muss bereitwillig sein, meinen Hochmut aufzugeben und Gott zu erlauben, mich in einen anderen Menschen zu verwandeln. Und das will er für seine Gemeinde. Und darum ein letzter Aufruf. Wenn da irgendetwas ist zwischen euch, zwischen einem Bruder und einem Bruder, einer Schwester und einer Schwester, wenn da irgendetwas ist, was ich getan habe oder was verkehrt ist oder was schief ist, lege es beiseite und frage Gott, um dieses Herz zu verändern. In unserer Gemeinschaft, in unseren Verhältnissen mit unseren Kindern, in unseren Verhältnissen, in unserer Ehe, jetzt ist die Zeit. Die Ernte ist bereit und der Herr kommt bald. Komm, wir beten. Lieber Heiland, das Problem liegt bei uns. Das Problem liegt nicht bei anderen. Das ist ihr eigenes Problem. Und sie müssen es mit dir ausboxen. Wir können einander unterstützen, wir können einander lieb haben und wir können füreinander beten. Hilf uns, um dies zu tun und nicht unsere eigene Ansicht so hoch zu schrauben, dass nur wir das Himmelreich beerben können und die anderen sind alle verloren. Schenk uns bitte deinen Geist. Möge die Bergpredigt unsere Predigt werden. Und möge sie in unserem Herzen erfüllt werden. Und segne dein Volk und lass es aufstehen, denn die Zeit ist gekommen. In Jesu Namen. Amen.